Und jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 24. Das ist eine vereinbarte Debatte zum Internationalen Frauentag. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Kollegin Katja Mast, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen mehr Gleichstellung gerade jetzt. Warum gerade jetzt? Warum gerade während der Pandemie? Frauen haben im Homeoffice nicht die gleichen Bedingungen wie Männer. Die Pandemie verstärkt alle alte Rollenverteilungen. Frauen verdienen immer noch strukturell weniger als Männer. Frauen stehen in der Krisenbewältigung in vorderster Reihe, aber leider nicht, wenn es um Führungsverantwortung in der Wirtschaft geht. Ich finde, diesem Muster müssen wir durchbrechen. Der Kampfauftrag an uns alle, für einen Kulturwandel sorgen. In Deutschland und in unseren Unternehmen. Schauen Sie doch mal nach Skandinavien. Da geht Führung in Teilzeit, dank kluger Anreize für partnerschaftliche Vereinbarkeit. Das können wir doch auch. Deutschland kann mehr. Wir haben so viele tolle, talentierte Frauen. Und doch sitzen die Männer in den Machtpositionen, weil Hans lieber Hänschen fördert als Anna. Diesen Zustand können wir nicht hinnehmen. Lassen Sie uns mehr Ehrgeiz wagen. Quote her, weg von dieser Präsenzkultur, von diesem Wichtigmachen durch Anwesenheit. Kluge Entscheidungen reifen doch in einem erholten Kopf. Also rufe ich drei große Ziele aus. Erstens, ich will, dass die 2020er Jahre das Jahrzehnt der Frauen werden. Wir müssen in allen Bereichen unserer Gesellschaft den Gleichstellungsturbo zünden. Ich will, dass wir bis 2030 Parität in der Politik erreichen. Wir brauchen mehr Frauen in allen Parlamenten, vom Gemeinderat bis hier zum Bundestag. Es darf keinen zweiten Bundestag wie diesen geben mit so wenig Frauen. Und drittens, wir brauchen gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen, auch bei der Arbeitsteilung in den Familien. Und die SPD, das wissen Sie, wir reden nicht nur, wir handeln. Also haben wir in dieser Koalition vorgelegt, den Kinderbonus in der Krise unterstützen wir insbesondere Familien. Wir haben mit dem Gute-Kita-Gesetz Milliarden in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf investiert. Mit unseren Ministerinnen Franziska Giffey und Christine Lambrecht führen wir endlich die erste Vorstandsquote in der Geschichte dieses Landes ein. Und nächste Woche bringen wir die Gleichstellungsstiftung auf den Weg. Aber Gleichstellungspolitik ist für uns nicht nur Frauensache. Heiko Maas macht feministische Außenpolitik. Hubertus Heil bringt konkret die Grundrente auf den Weg und kämpft für ordentliche Löhne und Perspektiven in der Pflege. Olaf Scholz kämpft mit uns für einen Mindestlohn von mindestens 12 Euro. Von all dem profitieren vor allem Frauen. Dieser Weg ist für uns Verpflichtung. Schließlich hat unsere Partei vor über 100 Jahren das Frauenwahlrecht erkämpft. Kommen Sie, gehen Sie mit uns diesen Weg, Schritt für Schritt zu echter Gleichstellung. Nächste Rednerin
ist die Kollegin Marianne Harter-Köhne, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wie in jedem Jahr bietet der Weltfrauentag Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Was hat sich für die Frauen und Mädchen in Deutschland verändert? Was zum Guten und was zum Schlechten? Die Corona-Krise hat wie so viele Krisen, Kriege und Naturkatastrophen zuvor gezeigt, dass Frauen unverzichtbare Leistungsträger sind. Und wenn man von linker Seite hört, Corona habe zu einem Rückfall in alte Rollenbilder geführt, dann ist das eine untragbare Abwertung der Leistungen der Frauen und Mütter in Deutschland. Genau das Gegenteil ist der Fall. Frauen sind die Heldinnen von Corona. Sie haben nicht nur in systemrelevanten Berufen, zum Beispiel in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und im Lebensmittelhandel ihre Frau gestanden. Sie haben es auch geschafft, die Doppelbelastung durch die Betreuung ihrer Kinder zu Hause und die Berufstätigkeit zu stemmen. Sie und nicht die Regierung haben das Land am Laufen gehalten, und zwar zusammen mit tollen Männern und Vätern. Das ist eine Meisterleistung der Frauen, der Männer und der Familien in Deutschland und ganz gewiss kein Rückfall in alte Rollenbilder. Als katastrophalen Rückfall in alte Zeiten muss man vielmehr den schleichenden Verlust der Freiheiten der Frauen in Deutschland bezeichnen. Freiheiten, die zuvor über Jahrhunderte erkämpft wurden. Die Freiheit, sich jederzeit angstfrei, ohne männliche Begleitung und in jedem beliebigen Stadtteil aufhalten zu können. Allein joggen zu gehen, sich kleiden zu dürfen, wie man möchte und nicht schon als kleines Mädchen verschleiert zu werden. Die Freiheit, sich seinen Ehemann selbst auswählen zu dürfen, nicht zwangsverheiratet zu werden oder ihn mit x Ehefrauen teilen zu müssen. Die Freiheit, keiner häuslichen Gewalt durch einen tyrannischen Patriarchen ausgeliefert zu sein. Die Freiheit zu entscheiden, ob und welchen Beruf man ergreifen möchte, ob man sich seinen Lebensunterhalt selbst verdient oder nur zum Einkaufen in männlicher Begleitung als unbezahlte Vollzeitdienerin verschleiert aus dem Haus gelassen wird. Und dass diese Freiheiten der Frauen im Deutschland des 21. Jahrhunderts in Gefahr sind, das liegt an ihrer Politik der unbegrenzten Migration aus archaischen Kulturkreisen. Durch ihr politisch korrektes, kultursensibles Schweigen machen sie sich mitschuldig daran, dass die über Jahrhunderte hart erkämpften Freiheiten und Rechten der deutschen Frauen gefährdet sind. Kommende Generationen werden ihre Politik ganz gewiss nicht bejubeln. Aber statt sich der wahren Probleme der Frauen in Deutschland zu kümmern, führten sie auch in 2020 lieber Phantomdebatten. Debatten über die gendergerechte Verhunzung der deutschen Sprache, über Unisex-Toiletten und immer wieder das leidige Thema Frauenquote. Sie machen Frauen dort zu Opfern, wo sie gar keine sind, und sie schweigen dröhnend laut dort, wo sie zunehmend zu Opfern werden. Und irgendwie kann ich das sogar verstehen, weil sie andernfalls ihre Existenzberechtigung verlieren würden, weil ihre linken Utopien wie Kartenhäuser ineinander zusammenfallen. Die Utopie, dass der Kampf für Frauenrechte und Massenmigration kompatibel ist. Feministischer Multikulturalismus, das ist wie ein vegetarischer Schlachthof, fern Leder Lebenswirklichkeit. Stattdessen sollten Sie sich an die wahre Bedeutung des Weltfrauentages erinnern, an den guten und richtigen Kampf echter Frauenrechtlerinnen und an die Erfolge dieses Kampfes. Freiheit, Schutz vor Gewalt, Gleichberechtigung. Damit haben Sie im Deutschland des 21. Jahrhunderts leider genug zu tun, denn all das steht im Zuge der von Ihnen beförderten Massenmigration auf dem Spiel. Also öffnen Sie endlich die Probleme, die Augen für die wahren Probleme der Frauen in Deutschland und handeln Sie entsprechend. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Nadine Schön, CDU-CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein Satz zu meiner Vorrednerin. Natürlich gelten Frauenrecht und Gleichberechtigung für alle Frauen in unserem Land. Und natürlich fordern wir das ein für die Frauen, die schon lange hier leben, genauso wie die Frauen für die Frauen, die jetzt neu zu uns kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am heutigen Weltfrauentag werfen wir natürlich den Blick auf die Frauen in der Krise. Und Frauen in der Krise, das sind die Superheldinnen. Die Shop, Schule, Pflege der Schwiegermutter und das Schrubben der Töpfe vom Mittagessen, alles miteinander vereinbaren, alles zusammen, gleichzeitig immer noch ein bisschen mehr und das seit einem Jahr. Frauen in der Krise, das sind die, für die wir klatschen, die in den Heimen, in den Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern Menschen betreuen, pflegen, heilen und leider auch viel zu oft sterben sehen. 75% der Angestellten im Gesundheitssektor sind Frauen, im Pflegebereich sogar 85%. Frauen in der Krise, das sind ja auch die ausgebremsten Mütter, die mehr Betreuungsaufgaben übernommen haben als die Väter in vielen Fällen, wobei natürlich auch die eine Menge geleistet haben. Und die, und das ist interessant, laut Studien des Jobportals LinkedIn derzeit sich deutlich weniger auf lukrative Stellen bewerben, als das Männer tun. Und das sind Tatsachen, die muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Frauen in der Krise, das sind teilweise auch die zu kurz gekommenen, nämlich unglaublich viele Minijobberinnen, die ja keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Frauen in der Krise, das sind oft auch Opfer, die den Frust der Partner abbekommen. Wir sehen beim Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen einen Anstieg von 20%. Und das sind ja auch nur die, die sich trauen, sich tatsächlich Hilfe zu suchen. Und Frauen in der Krise, das sind auch die Seniorinnen, die Witwen, die Alleinstehenden, die viele Wochen und Monate auf Umarmungen, auf einen Händedruck, auf ein gutes Gespräch verzichten mussten. Und Frauen werden eben nun mal im Schnitt 5 Jahre älter als Männer. Also gibt es auch viel mehr alte Frauen, viel mehr Witwen, die besonders unter dieser Krise leiden. Für uns alle, für Männer wie Frauen, war das letzte Jahr sehr hart. Aber nach diesen Zahlen, wenn man sich im Vergleich anschaut, muss man schon sagen, für Frauen war es besonders hart und besonders anstrengend. Und warum sage ich das? Weil ich will, dass am Montag, am Weltfrauentag, besonders laut gejammert werden darf? Weil ich will, dass wir Mitleid bekommen? Nein. Ich sage das heute hier im Hohen Haus, weil ich finde, dass wir hier im Bundestag, in der Regierung und dass all diejenigen, die in diesem Land Verantwortung tragen an verschiedenen Stellen, in Wirtschaft und Gesellschaft, diejenigen, die Entscheidungen treffen müssen, daraus ihre Lehren ziehen müssen und dafür eine Verantwortung haben. Wir haben gemeinsam die Verantwortung, dass wir die Situation für Frauen in unserem Land besser machen und dafür, dass die Krise eben nicht zum Rückschritt wird. Lasst uns doch Arbeit neu denken. Lasst uns Vereinbarkeit möglich machen, nicht mit starren Modellen wie dem von Hubertus Heil, sondern mit Kreativität, Flexibilität und neuen Lösungen. Vertrauensarbeitszeiten, Homeoffice, Flexibilisierung. Das hilft vor allem Frauen, ihre Arbeit mit Familie besser zu vereinbaren. Und wir haben doch gesehen, dass vieles möglich ist. Lassen wir nicht zu, dass dieses Jahr für Frauen dauerhaft zum Karriereknick wird. Die Frauen sind ja nicht weg, sie hatten nur andere Prioritäten. Und deshalb sorgen wir gemeinsam dafür, dass Kind und Karriere sich nicht ausschließen. Durch die Möglichkeit von Führen in Teilzeit, durch bessere und flexiblere Kinderbetreuung. Wir haben das Gute-Kita-Gesetz auf den Weg gebracht. Und wir fordern auch den Restanspruch auf einen Betreuungsplatz. Unser Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen bringen wir schnell auf den Weg und wir unterstützen Stay on Board. Schaffen wir Räume und Zeiten auch der Erholung durch Kuren für Mütter und Frauen und andere Möglichkeiten der Entlastung. Kämpfen wir weiter für eine bessere Bezahlung in der Pflege, für Hauswirtschaft und Erziehungstätigkeiten. Und tun wir etwas gegen Einsamkeit im Alter. Wir haben viele Projekte, Modellprojekte und auch die Mehrgenerationenhäuser auf den Weg gebracht, aber das reicht uns nicht. Wir wollen einen Aktionsplan gegen Einsamkeit und flächendeckende, ganz konkrete Maßnahmen. Sorgen wir dafür, dass Opfern von häuslicher Gewalt schnell geholfen wird. Wir haben in dieser Legislaturperiode mit dem Programm für die Frauenhäuser und die Beratungsstellen 120 Millionen zur Verfügung gestellt und den runden Tisch geschaffen. Hier wollen wir weiterarbeiten, etwa auch beim Thema Prostitution.
Und vergessen wir die Frauen weltweit nicht. Diejenigen, die dafür, dass wir schöne T-Shirts oder günstige Rosen haben, auf den Feldern schuften müssen unter schlechten Bedingungen. Auch hier haben wir eine Verantwortung, dass es auch diesen Frauen besser geht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen nicht jammern und wir wollen kein Mitleid. Wir wollen Strukturen ändern und Gewohnheiten. Wir wollen, dass Frauen zu Gewinnerinnen der Krise werden. Dann kann die Krise tatsächlich zu einer Chance für Frauen in unserem Land werden. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Nicole Bauer, FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als ich 16 Jahre war, war es nicht klar, ob ich Abitur mache. Ich war wissbegierig, ich wollte lernen und mir die Türen öffnen. Ich wollte meine Zukunft gestalten. Später entschied ich mich fürs Ingenieurstudium, weil mich Technik, Innovation faszinierte, weil ich neue Antriebe entwickeln wollte, weil ich unsere Zukunft gestalten wollte. Und als ich mich mit Anfang 20 entschied, in die FDP einzutreten, wollte ich mitreden, mitentscheiden. Ja, ich wollte erneut unsere Zukunft gestalten. Und so wie es mir geht, geht es unzähligen jungen Frauen und Mädchen da draußen, hierzulande und anderswo. Wir Frauen wollen unsere Zukunft in der Politik mitgestalten, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft und in vielen anderen Bereichen. Wir Frauen wollen selbstbestimmt Entscheidungen treffen, wann, wie viele und ob wir überhaupt Kinder bekommen. Wir wollen unsere Träume und Chancen verwirklichen, den Aufstieg in eine Spitzenposition, vielleicht sogar als Mama und Managerin. Und wir wollen unsere Talente einbringen in die künstliche Intelligenz, Programmierung von Algorithmen und den digitalen und technologischen Wandel. Meine Damen und Herren, unser Zeichen steht ganz klar auf Neuausrichtung. Wir als Liberale sind überzeugt davon, dass es nicht die Frauen sind, die sich anpassen müssen an längst Überholtes. Es ist an uns als Gesellschaft, als Parlament, als Arbeitgeber, neue Formen, neue Rahmen zu setzen für faire, beste Startchancen, Verwirklichungschancen und Aufstiegschancen. Denken wir also neu. Denken wir für ein Miteinander in Vielfalt, für einen Kulturwandel in Parteien und Unternehmen. Ermöglichen wir mehr Flexibilität durch neue Formen wie Jobsharing und Topsharing und sorgen wir endlich für weltbeste Bildung in Kitas und Schulen, unabhängig vom eigenen Elternhaus. Also blicken wir nach vorne, verabschieden wir uns aus der Zeit, in der Frauen von den Männern sich erklären lassen oder immer noch müssen, was ihre Aufgabe wäre oder dass sie ungefragtes Feedback zu ihrem Auftreten, zu ihrem Aussehen oder zu ihrer Stimme bekommen. Begegnen wir uns endlich auf Augenhöhe. Frauen haben nicht erst in der Corona-Pandemie bewiesen, dass die Augenhöhe und der Respekt definitiv angebracht ist. Respekt vor den vielen Frauen, die an den Supermarktkassen, an den Kitas, in den Krankenhäusern, Altenheimen jeden Tag während der Pandemie ihren Einsatz brachten. Respekt vor den Frauen, die jeden Tag den Spagat zwischen Arbeit, Lehrerersatz und Kinderbetreuung im eigenen Zuhause oder im Betrieb meisterten. Respekt vor den Frauen wie Jacinda Ardern, die ihr Land hervorragend führten durch die Pandemie. Respekt vor den Influencern und anderen Frauen in der Öffentlichkeit, in Kunst und Kultur, in Ämtern und in Medien. Respekt vor den Frauen, die an der Entwicklung von Impfstoffen beteiligt sind oder Chefvirologinnen sind. Respekt vor den beiden Nobelpreisträgerinnen der Chemie. Respekt vor all den Frauen, die unsere Zukunft mitgestalten. Sie alle sind meine persönlichen Heldinnen diesen Jahres. Ja, und es gibt unzählige und es gäbe weitaus mehr, wenn wir endlich den Kurs ändern, damit wir alle unsere Talente verwirklichen können. Deshalb setzen wir unsere Segel neu. Denken wir, hier und heute ist der richtige Zeitpunkt für diesen Wandel. Thank you.
Cornelia Möhring, Die Linke, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Gleichstellung, Gerechtigkeit muss erkämpft werden. Sie wird uns nicht gegeben. Soziale und demokratische Rechte sind das Ergebnis langer Auseinandersetzungen. Und Gegner der kämpfenden und streikenden Frauen waren immer, besonders der Adel, das männliche Bürgertum sowie Konservative und Nationalisten. Auch heute ist es die politische Rechte, sind es die konservativen Kräfte, die Gleichstellung in dem Moment ablehnen, wo sie die eigene Macht bedroht. Der Widerstand gegen die Parität, der Widerstand gegen die Quoten zeugt von dieser Angst. Und auch heute ist es die politische Rechte, die sich gegen eine der grundlegendsten Gleichstellungsforderungen stemmt. Das Recht über den eigenen Körper, die Sexualität und Fortpflanzung selber zu entscheiden. Und solange Ärztinnen nicht selber über ihre medizinischen Leistungen informieren dürfen, solange Frauen nicht das Recht haben, über den Abbruch oder die Austragung einer Schwangerschaft selber zu entscheiden, wird es keine wirkliche Gleichstellung geben. Der 219a und der 218 müssen aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Und weil es die letzte Frauentagsdebatte in dieser Wahlperiode ist, eine Bemerkung zu meinen eigentlich sehr geschätzten SPD-Kolleginnen. Es gibt da ein paar Punkte, die nehme ich Ihnen wirklich übel. Besonders aber den halbgaren Kompromiss zum 219a. Sie haben der Gleichstellung damit einen Bärendienst erwiesen. Und das hat auch die Debatte gestern zur sexuellen Selbstbestimmung doch erneut gezeigt. Ich hoffe sehr, dass Sie das auch bis zur Bundestagswahl merken und andere in diesem Hause auch, dass mit der Union keine wirkliche Gleichstellung möglich ist und es auch zukünftig nie sein wird. Gleichstellung, soziale Gerechtigkeit und Solidarität gehören nämlich zusammen. Und weil Rosa Luxemburg heute ihren 150. Geburtstag begeht, ende ich mit einem Teil ihres Zitates: Alles andere ist Quark. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Ulla Schaus, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, heute erleben wir voraussichtlich die letzte Debatte zum Internationalen Frauentag mit Angela Merkel als Kanzlerin. Heute hätte ein Tag sein können, an dem Sie als Kanzlerin und Sie als Bundesregierung sich hätten dafür feiern lassen können, dass Sie es waren, die mit verkrusteten Strukturen aufgeräumt und der Gleichberechtigung einen richtigen Schub nach vorne hätten geben können. So wie es in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes gemeint ist mit dem Auftrag des Staates. Auch wenn ich der Opposition angehöre, ich hätte Ihnen diesen Erfolg gegönnt, für die Frauen und für die Mädchen in unserem Land. Denn wir müssen so dringend vorankommen in Deutschland. Das sehen wir jetzt so deutlich wie nie. Die Pandemie zeigt uns schmerzhaft als Gesellschaft auf, dass der Weg zu echter Gleichberechtigung noch weiter ist. Dieser Stillstand bei den Geschlechterverhältnissen kann frustrieren. Dabei brauchen wir die vielen Frauen, die sich in unserer Gesellschaft, in den vielen Frauenorganisationen, aber auch in der Kultur und überall jeden Tag neu engagieren und für Gleichberechtigung kämpfen. Wir sollten ihren Kampf hier abbilden und als Politik entschlossen handeln. Denn was getan werden muss, ist ziemlich klar, meine Damen und Herren. Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Handlungsproblem. Diese Verhaltensstarre geht auf Kosten der Frauen, damit muss Schluss sein. Was zu tun wäre, können Sie aktuell auch wieder im Wahlprogramm der SPD lesen und in den letzten Tagen in den Zeitungen. Dort steht etwa, dass Sie das Ehegattensplitting abschaffen wollen, dass Sie § 218 aus dem Strafgesetzbuch streichen wollen. Das lesen wir. Absolute Zustimmung zu diesen Forderungen. Aber warum erst jetzt, Frau Giffey? Sie sind in der Regierung, Sie hätten das seit 3 Jahren angehen können. Statt Taten erleben wir viele Verzögerungen beim lang angekündigten Gleichstellungsinstitut zum Beispiel. Das gerade das hätte in der aktuellen Corona-Krise so wichtig sein können. Und das kommt jetzt auf den letzten Drücker. Das ist schade, denn die Forderung, Frauen von Anfang an in der Pandemiekrise an den Tisch zu holen, haben sie weder für sich selber noch für die Frauen und für die Forscherinnen zum Beispiel gefordert. Und das war ein echter Fehler.
Oder nehmen wir die Frage der Repräsentanz von Frauen in der Politik. Der aktuelle Frauenanteil liegt bei unter einem Drittel Frauen, bei 31%. Das ist beschämend niedrig und das verlangt gesetzliche Maßnahmen. Auch hier nichts passiert. Noch nicht mal eine Kommission, die sich über Jahre mit diesen Fragen auseinandersetzen soll, ist bisher eingesetzt. Wir Grüne wollten eine Kommission genau für die Parität und die haben Sie abgelehnt. Ich sage Ihnen, wir wissen aus eigener Arbeit, wir als Grüne, was es heißt, paritätische Strukturen zu haben. Und wir werden nicht nachlassen, dafür zu kämpfen, dass Parität auch in allen Parlamenten kommt. Meine Damen und Herren, was es braucht, ist eine feministische Regierung, die Gleichstellung als zentrales Demokratiethema versteht und es durchgängig im Regierungshandeln umsetzt. Und dazu gehört konsequentes Gender-Mainstreaming, Gender-Budgeting und, wie wir es in unserem grünen Antrag geschlechtergerecht aus der Corona-Krise schon lange gefordert haben. Wie das konkret aussehen kann, zeigt die neue Biden-Harris-Administration. Das Weiße Haus macht Gleichstellung jetzt zur Chefsache und schafft einen Gender Policy Council. In jedem Haus gibt es Verantwortliche, die über ihre messbaren Anstrengungen für die Weiterentwicklung der Gendergerechtigkeit innerhalb der Ministerien dem Gender Policy Council Bericht erstatten. Darüber liegt ein Plan zur Bekämpfung geschlechterbasierter Gewalt. Und es gibt ebenso einen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Frauen. Und was ich bemerkenswert finde, ein besonderer Fokus liegt auf der Finanzierung für Care-Arbeit bei der Umsetzung des Programms zur wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie. Mit diesem Plan werden Care-Berufe in der Form ernst genommen, wie sie es in den USA, aber auch weltweit verdient hätten. Und ich frage Sie, wo ist Ihr Plan zur Bekämpfung und zur Begleitung des Strukturwandels nach der Corona-Krise? Wo sind Ihre Antworten auf die Frage, wie wir verhindern können, dass Frauen zu Verliererinnen dieser Pandemie werden? Es ist so bitter für die Frauen nach all diesen Versprechen, aber ich sage und ich erkenne, Ihnen fehlt der Wille, solche Pläne zu haben und umzusetzen. Hier klafft eine ganz große Lücke und das ist echt frustrierend für die Frauen in diesem Land. Meine Damen und Herren, eine unserer Antworten als Grüne auf die drängenden Fragen in den letzten Jahren und besonders unter Corona lautet: Don't fix the women, fix the system. Also reparieren nicht die Frauen, sondern das System. Denn darum geht es, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden alles dafür tun, die strukturellen Hindernisse, die es noch gibt, aus dem Weg zu räumen. Wirksame Entgeltgleichheit statt Entgelttransparenz. Wirksame Frauenquoten statt unverschämte Zielgrößen Null oder Thomaskultur. Parität in den Parlamenten, der Wirtschaft, der Kultur statt mutlosem Stillstand. Und Modelle für Arbeitszeiten, die die Vereinbarkeit für Frauen und Männer ermöglichen und nicht behindern. Und endlich Schluss mit dem Selbstverständnis, Frauen die Zuständigkeit bei der Sorge von Kindern und Pflege zuzuschreiben. Ich sage Ihnen, die Zeit für überkommene Rollenbilder und die Zeit, in der über Frauen hinweggegangen werden kann, die ist vorbei. Es ist Zeit für einen großen Wurf. Wir müssen ran ans Patriarchat. Es gibt viel zu gewinnen, und zwar für alle. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort die Bundesministerin für Frauen, Senioren, Familie und Jugend, Franziska Giffey. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Schaus, ich muss kurz darauf eingehen, denn Sie haben etwas gemacht, was Sie immer gern tun in diesen Debatten. Sie greifen die an, die sich am meisten dafür einsetzen, dass wir Verbesserungen erreichen und legen nicht den Scheinwerfer auf die, die Verbesserungen verhindern. Und ich will Ihnen ganz klar sagen, wenn Sie fragen, wo ist unser Plan, dann haben wir als Bundesregierung zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine Gleichstellungsstrategie, eine ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie verabschiedet, die genau diesen Plan beinhaltet. Und wenn Sie über Gender Policy Council in Amerika sprechen, dann würde ich doch empfehlen, einfach auch mal zu schauen, was unsere Gleichstellungsbeauftragten in allen Ressorts, in allen Bereichen, auf allen Ebenen schon heute erreichen. Applaus
sicher. Wir haben immer noch Entwicklungspotenziale, das ist doch gar keine Frage. Und wir setzen uns dafür ein, dass Dinge besser werden. Aber ich will heute schon nochmal den Fokus darauf legen, was wir auch erreicht haben. Wir wollen Anerkennung für die Frauen, weil es unheimlich viele Frauen gibt, die die Menschheit, die unsere Gesellschaft voranbringen und vorangebracht haben. Gerade jetzt in der Pandemie ist das sichtbar. Frauen halten an vielen Stellen den Laden am Laufen, egal wo. Und sie verdienen Respekt. Das ist ganz klar. Wir haben vieles erreicht, aber vieles ist auch noch zu tun. Sie haben angesprochen heute die Aufwertung der sozialen Berufe, die besseren Löhne, Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen, der Kampf für Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen. Das sind konkrete Dinge, mit denen wir uns intensiv im Ministerium beschäftigen. Der Kampf gegen Gewalt an Frauen. Zum allerersten Mal gibt es in dieser Legislatur überhaupt ein Aktionsprogramm gegen Gewalt an Frauen, ausgestattet mit finanziellen Mitteln, um eine Länderaufgabe zu unterstützen, nämlich den Ausbau der Frauenhäuser und der Beratungsstellen. Und wir wollen die Sichtbarkeit von Frauen erhöhen, indem wir sie eben bringen in die Entscheidungspositionen des Landes, indem wir nicht einfach akzeptieren, dass nur 10% der Frauen in den Vorständen der großen Unternehmen sind, dass wir viel zu wenige Frauen auch in den Körperschaften des öffentlichen Rechts, in den Behörden und an vielen, vielen Stellen auch der Zivilgesellschaft haben. Deshalb bringen wir das zweite Führungspositionengesetz ja auch ein. Und das ist ein Beitrag dafür. Denn wir haben gesehen, freiwillig tut sich nichts und es braucht gesetzliche Vorgaben dafür. Und wenn Sie beklagen, dass Sie sich wünschen, ein Bundesinstitut für Gleichstellung, dann sage ich Ihnen nochmal, wir werden nächste Woche im Kabinett die Formulierungshilfe beschließen für die Bundesstiftung Gleichstellung und die wird kommen. Und da kann man jetzt nicht klagen, dass sie kommt, sondern sich mal freuen, dass sie kommt. Ich freue mich jedenfalls darauf und ich finde es richtig. Seit über 100 Jahren kämpfen Frauen für Gleichberechtigung und wir hatten ganz andere Ausgangsbedingungen, nämlich nicht das Wahlrecht. Wir hatten Männerclubs gegen die Frauenemanzipation, die sich gegründet haben. Wir haben die vielleicht auch heute noch nur nicht offiziell, ich weiß es nicht. Aber wissen Sie, wir müssen doch auch mal sehen, wie viel geschehen ist. Und wir arbeiten an diesem Weg weiter. Und wir wollen eine moderne partnerschaftliche Gleichstellungspolitik, die auf Vereinbarkeit setzt, die darauf setzt, dass Mädchen und Jungen gleichermaßen sich auch entscheiden können für den Weg, den sie leben wollen. Leider sind meine 3 Minuten um. Wir kämpfen dafür. Lassen Sie uns das gemeinsam tun mit Zuversicht und Tatkraft. Vielen Dank. Nicole Höchst, AfD, ist die nächste Rednerin. Herr Präsident, werte Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frauenrechtlerinnen haben in den vergangenen Jahrhunderten die Gleichberechtigung erstritten und Männer haben sie in den Parlamenten gewährt. Dafür kommt Ihnen für immer den Dank der nachfolgenden Generationen zu. Leider ist in unserer ach so buntisierten Gesellschaft aus dem Kampf für die Frau längst ein Kampf gegen die biologische Frau geworden, multikulturell, aber vor allem auch ideell. Zur Bigotterie, der Reinstallation des gewalttätigen Steinzeitpatriarchats in Deutschland wurde alles gesagt. Nichts scheint heutzutage verachtenswerter als eine klassische Familie, in der die Frau einfach nur treusorgende Mutter ist. Dabei ist dies ein urgewaltiger Topos in Kunst, Literatur und Religion, der im Innersten der meisten Menschen liebevoll im Gedanken an die eigene Mutter widerhallt. Für die schöne neue Welt der amtierenden Frauenrechtlerinnen muss das Bild der Mutter weichen, und zwar dem Bild von Frauen und anderen gebärfähigen Personen, die bei Schwangerschaft Körper, Körperflüssigkeiten oder Körperteile für mindestens 9 Monate zur Verfügung stellen, wie gestern im Antrag der Linken unter großer Zustimmung von SPD und Grünen propagiert wurde. Für die Marxisten aller Couleur gilt anscheinend, die Mutter ist tot, es lebe der gebärfähige Körper. Das, meine Damen und Herren, ist zutiefst frauenfeindlich. Frauen wohnt die Gnade innen, Leben schenken zu können. Und die tiefsten und innigsten
Beziehungen und Bindungen stiften zu können, die es auf der Welt gibt, nämlich die zwischen Müttern und ihren Kindern. Diese sollen zugunsten einer unbedingten Beruflichkeit überwunden werden. Die Lissabon-Strategie der EU besagt bereits, Frauen, die nicht lohnabhängig erwerbstätig sind, sind steuerlich schlicht ungenutztes Humankapital. Wenn diese von ihrer eigenen Natur zutiefst entfremdeten Leute an der Macht bleiben, werden aus Frauen langfristig Körperteile und Körperflüssigkeiten mit Steuernummern immer dazu verdammt, mit Männern gleichgestellt werden zu müssen. Ein humanistischer Offenbarungseid. Und weil sie in den Augen ihrer eigenen Geschlechtsgenossinnen grundsätzlich benachteiligt und anscheinend zu doof sind, ihre eigenen Füße zu finden, beschert Frau ihnen die Quote, ein Bärendienst. Aber auch die Quotendebatte und das Busenzählen sind virtuose Schattenboxkämpfe von Feministinnen, die spüren, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Neue, werte, konservative Frauenrechtlerinnen braucht das Land. Sie treten ein mit allem, was sie haben, für das Frauenrecht, nicht ständig mit Männern konkurrieren zu müssen und die Wahlfreiheit zu haben, ob sie erwerbstätig und oder Hausfrau und Mutter sein wollen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Staatsministerin im Kanzleramt, Annette Wittmann-Mautz. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der Internationale Frauentag entstand vor mehr als 100 Jahren, um Frauen eine Stimme zu geben. Ich bin stolz darauf, dass es hier im Deutschen Bundestag und überall in unserem Land starke, selbstbewusste Frauen gibt, die ihren Weg gehen und ihre Rechte einfordern. Und das ist auch bitter nötig, wenn ich gerade in Ihre Richtung blicke. Sie von der AfD, Sie liegen doch mit Ihrem Frauenbild mehr als 100 Jahre zurück. Es mag ja noch Länder geben, in denen Sie sich mit diesem Weltbild zu Hause fühlen, aber Gott sei Dank, es werden von Jahr zu Jahr weniger. Und dennoch, auch bei uns bleibt noch einiges zu tun, zum Beispiel, wenn es um die Gewalt gegen Frauen geht. Seit Jahren sind die Zahlen hier auf einem hohen Niveau. Sexualisierter Hass und frauenfeindliche Hetze sind im Netz gegenwärtig, auch im Übrigen gegenüber den Kolleginnen hier im Hohen Haus. Und damit dürfen wir uns nicht abfinden. Und einige haben den Kampf dagegen ja auch bereits erfolgreich angegangen und geklagt. Es gelingt aber nur dann, wenn der Täter sich ermitteln lässt. Ohne Kenntnis der IP-Adresse ist das im Netz oft gar nicht möglich. Die Bundesregierung hat das Gesetz gegen Hasskriminalität auf den Weg gebracht. Allerdings verhindern Grüne und FDP im Bundesrat, dass es auch in Kraft treten kann. Geben Sie Ihre Blockade im Vermittlungsausschuss bei der Bestandsdatenauskunft endlich auf. Datenschutz wird sonst zum Täterschutz, und das wollen Sie doch auch ernsthaft nicht. Ich bin unserem Innenminister dankbar, dass er unsere Initiative aufgenommen hat, frauenfeindliche Straftaten in den Polizeistatistiken hervorzuheben. Wir müssen Gewalt gegen Frauen erkennen, sie benennen und bekämpfen. Und auch hier gilt, mehr Transparenz hilft. Wir brauchen insgesamt mehr Sichtbarkeit auf die Lebenswirklichkeit von Frauen. Und das hat uns Corona schonungslos gezeigt. Als im letzten Jahr die Bordelle schließen mussten, zeigte sich doch einmal mehr das ganze Elend von Frauen in der Prostitution. Die große Mehrheit dieser Frauen gerät aus purer Armut, Drogenabhängigkeit oder durch Loverboys in diesen Teufelskreis. Viele sind Migrantinnen, unter falschen Versprechungen hierher gelockt, verschleppt, gehandelt wie Ware, aber nicht behandelt wie Menschen mit Würde. Nur Einzelnen gelingt es, auszubrechen. Die meisten schweigen aus Angst und leiden ihr Leben lang unter den psychischen und gesundheitlichen Folgen. Wir in der Unionsfraktion wollen das so nicht länger hinnehmen. Wir verschließen unsere Augen nicht.
Wir wollen Prostituierte besser schützen, Zwangsprostitution gezielt bekämpfen und effektive Ausstiegsangebote machen. Und dafür haben wir konkrete Vorschläge erarbeitet. Lassen Sie uns doch noch wirksame Maßnahmen gegen die schlimmsten Auswüchse auf den Weg bringen. Lassen Sie uns doch effektive Aufstiegsangebote machen. Der Weltfrauentag wäre dafür der ideale Startpunkt. Er steht für Handeln gegen Gewalt, für Gerechtigkeit und für die Gleichberechtigung von Millionen von Frauen. Wir wissen, Gesetze sind das eine. Entscheidend ist, dass sie etwas in unserem Bewusstsein unserer Gesellschaft anstoßen. Ein gleichberechtigtes, wertschätzendes Miteinander befördern. Das gilt im Umgang im Parlament, im Übrigen genauso wie in der öffentlichen Debatte, der Unternehmenskultur und in den Familien. Wer partnerschaftlich und fair miteinander umgeht, der kommt auch besser durch schwierige Zeiten. Wir wollen keine Rolle rückwärts bei der Aufteilung von Sorgearbeit und Erwerbsarbeit in den Familien. Wir wollen Familien stärken und ein gleichberechtigtes, ein starkes Miteinander. Deshalb haben wir den Partnerschaftsbonus beim Elterngeld verbessert. Deshalb bauen wir auf die Kinderbetreuung und wir bauen sie weiter aus. Wir setzen auf einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen. Und ja, für die Frauen in der CDU steht fest, auch die Steuerklasse 5 muss abgeschafft werden, damit Frauen nicht nur mehr Netto vom Brutto, sondern auch in der Krise mehr Arbeitslosen, Kurzarbeiter, Kranken- und Elterngeld erhalten. Mehr Leistungsgerechtigkeit bringt auch mehr Sicherheit. Hier müssen wir ran, denn es lohnt sich, diese Gesellschaft auf gleichberechtigte Schultern zu stellen. Vielen Dank. Gide Jensen, FDP, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich noch erinnern an die Debatte hier vor einem Jahr. Wir haben da über einen Rollback gesprochen, darüber, dass wir als Gesellschaft Rückschritte in Sachen Gleichberechtigung machen. Und damals sprachen wir über diesen Rollback als einen subtilen, schleichenden Prozess, eine langsame Trendwende, die man umkehren muss. Doch die Pandemie hat diesem Rollback einen Zeitraffer verpasst. Laut einer aktuellen Studie des DIW hat sich der Anteil der Familien, in denen die Mutter sich quasi allein um die Kinder kümmert, fast verdoppelt. Krankenschwestern, Pflegerinnen, Kassiererinnen haben in systemrelevanten Berufen in erster Reihe im Kampf gegen die Pandemie gestanden und sich im Nachhinein nach der Schicht noch um Homeschooling und Haushalt gekümmert. Das letzte Jahr hat uns dramatisch vor Augen geführt, dass die Errungenschaften der Gleichberechtigung nicht nur langsam erodieren können, sondern dass viel von dem, was mutige Frauen in den letzten Jahrzehnten für uns erstritten haben, für mich erstritten haben, mit einem Mal zerbrechen kann. Und das führt uns diese Pandemie gerade hart vor Augen. Und die Frage ist doch jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, akzeptieren wir das? Ich sage nein, wir Freie Demokraten sagen nein, wir sagen jetzt erst recht, müssen wir uns dafür einsetzen, für Gleichberechtigung zu kämpfen. Und glücklicherweise aber hat das vergangene Jahr natürlich nicht nur die Pandemie zu uns gebracht, sondern auch neue Ikonen, und zwar weltweit. Mit Kamala Harris gibt es erstmals eine Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, Svetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikova. Die haben einem Diktator vor Augen geführt, was es heißt, wenn man Kontrahentinnen unterschätzt und den Willen einer Zivilgesellschaft in Belarus für Freiheit zu kämpfen. Am 1. März, diesen Jahres trat Ngozi Okonjo-Iweala das Chefinnenamt der Welthandelsorganisation an. In Saudi-Arabien setzt sich Lujain Al-Hathloul weiter für die Rechte ihrer Mitbürgerinnen ein, nicht nur fahren zu können, sondern viel, viel mehr, obwohl erst vor kurzem ihr 1000-tägiges Martyrium endete als politische Gefangene, sie aber nach wie vor ihr Land nicht verlassen darf. Und schließlich hat die deutsche Spitzenwissenschaftlerin Özlem Türeci der Welt den ersten Corona-Impfstoff beschert. Doch es gibt nicht nur, meine Damen und Herren, es gibt nicht nur diese großen Ikonen, die in der Öffentlichkeit stehen. Jeder von uns kennt sie, die Heldinnen und Vorbilder
unseres Alltags. Und für mich sind das zum Beispiel Frauen wie Grit Petzold, die bei uns in Schleswig-Holstein ein Pflegeheim für Demenzkranke leitet und den Menschen mit viel Kreativität und Hingabe ein größtmögliches Maß an Freiheit und Würde bietet. Für mich sind das Frauen wie die Erzieherinnen in der Kita in Kiel, die sich um meine Tochter kümmern, liebevoll, und dazu beitragen, dass sie ein selbstbewusster Mensch wird. Und es sind für mich Frauen wie meine Mutter, die in der Notambulanz in Husum arbeiten, teilweise in Arbeitsquarantäne, und dennoch jedem einzelnen Patienten hundertprozentige Aufmerksamkeit schenkt. Sie alle, meine Damen und Herren, Sie alle haben etwas gemeinsam. Sie alle inspirieren Menschen um sich herum. Und Sie alle zeigen das Potenzial, das in unserer Gesellschaft liegt. Das Potenzial von Frauen, große, aber auch kleine Veränderungen anzustrengen. Und unser Job hier im Bundestag ist es, jeder einzelnen von Ihnen zu ermöglichen, genau dort zu wirken, wo sie ihr Potenzial sieht. Denn liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Männer und Frauen sich einsetzen für Frauen, wenn Männer und Frauen Seite an Seite für Frauen kämpfen, dann gewinnen nicht nur die Frauen, sondern gewinnen wir alle. Und ich glaube, das ist hier ein Ziel, das alle von uns einen sollte. Herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort die Kollegin Katja Kipping, die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, heute vor 150 Jahren wurde Rosa Luxemburg geboren. Ihr Wirken zeigt ganz klar, dass man sozialen Fortschritt nicht auf dem Silbertablett präsentiert bekommt, sondern ihn sich erkämpfen muss. Und von Luxemburg stammt der Begriff der sozialen Garantien des Lebens. Die Corona-Krise hat uns schmerzhaft vor Augen geführt, wie wichtig heute im 21. Jahrhundert soziale Garantien sind, die alle sicher vor Armut schützen. Und natürlich sind alle Geschlechter von Armut betroffen, doch wir wissen, Frauen besonders. Nicht nur am Frauentag sagen wir Linken deshalb, im Bedarfsfall darf kein Mensch, kein Mann und keine Frau im Monat unter 1.200 Euro fallen. Da lassen wir nicht locker, denn wir wollen eine Welt frei von Armut. Immer noch besetzen Männer einen Großteil der überbezahlten Spitzenjobs und Frauen tragen einen Großteil der unbezahlten Familienarbeit bzw. der unterbezahlten Sorgearbeit, zum Beispiel in der Pflege, weg. Und für ihre Aufopferung werden sie dann mit niedrigeren Renten im Alter und mit weniger Einfluss auf Entscheidungen, Politik und Wirtschaft bestraft. Das müssen wir ändern. Es ist höchste Zeit für eine Mission 50-50, also den Aufbruch in eine Gesellschaft, wo die verschiedenen Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern gerecht verteilt sind, die Spitzenjobs wie die wunderbare Familienarbeit. Die gute Nachricht ist, egal was jetzt von rechts kommt, wir Feministinnen und Feministen haben den Wind der Geschichte in unseren Segeln. Und all jenen, die mit dieser Zeit noch etwas fremdeln, den rufe ich zu, die Geschlechtergerechtigkeit wird kommen. Wollt ihr da wirklich an der Seitenlinie der Geschichte stehen bleiben? Wir Feministinnen laden alle ein, wir laden euch ein, euch auch mit all euren Bedenken produktiv einzubringen und an diesem Fortschritt mitzuwirken. Es ist ein Fortschritt, der nicht aufzuhalten ist, denn wir werden ihn uns erkämpfen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Leni Breimeyer, SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Frau Ministerin Giffey, wir haben in diesem Jahr mehrere Landtagswahlen und auch die Bundestagswahl. Und bezüglich der Zusammensetzung dieser Parlamente rechne ich im Jahr 2021 nicht mit Wundern. Der Anteil der Frauen in den neu zusammengesetzten Parlamenten, die dieses Jahr gewählt werden, wird sich nicht spürbar erhöhen. Und doch bin ich perspektivisch hoffnungsvoll. Warum? Erstens, weil Katja Mast das Jahrzehnt der Frauen ausgerufen hat. Zweitens, weil ich sicher bin, dass wir auf der Strecke in diesen 10 Jahren ein Paritätsgesetz auch für den Deutschen Bundestag schaffen, und zwar verfassungsfest. Ich bin
mit dem jüngsten Beschluss in Karlsruhe insofern sehr zufrieden, weil er mich in dieser Position bestärkt hat. Denn es hat eben nicht, wie regelmäßig von der rechten Seite des Hauses eingeworfen wird, gesagt, Paritätsgesetze widersprechen dem Grundgesetz. Übrigens geht es in Thüringen und Brandenburg um die Landesverfassungen. Und diese Entscheidungen liegen auch in Karlsruhe zur Überprüfung. Das Bundesverfassungsgericht hatte jüngst Anträge verworfen, die Zweifel an der Legitimität der Bundestagswahl 2017 hatten. Und 2017, so das Gericht, gab es keinen Verstoß gegen aktuell bestehende Vorschriften. Doch das Bundesverfassungsgericht sagt sehr klar und erfreulich ausführlich, die Ausgestaltung des Wahlrechts hat der Verfassungsgeber offengelassen und dem Bundesgesetzgeber überlassen. Die Art, wie der Auftrag aus Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz, der Staat fördert die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin, also die Art, wie der konkrete Auftrag an den Gesetzgeber daraus beim Wahlrecht erfüllt wird, obliegt dem gesetzgeberischen Ermessen. Was heißt das? Wenn wir uns hier für ein Paritätsgesetz entscheiden, kann man davon ausgehen, dass das Bundesverfassungsgericht, und ich habe keinen Zweifel, dass es da landen wird, dass das Gericht also sagt, der Gesetzgeber hat hier seinen Job gemacht. Also sorgen wir dafür, dass zum jüngsten Beschluss kein dummes Zeug verbreitet wird, sondern erst in der Wahlrechtskommission und dann im gesetzgeberischen Verfahren die Grundlagen dafür gelegt werden, dass der Frauenanteil im Deutschen Bundestag dem Frauenanteil in der Bevölkerung entspricht. Warum eigentlich? Weil der Alltag, die Erfahrungen, das Leben der Frauen mehr in unsere Debatten und unsere Entscheidungen einfließen müssen. Wir brauchen alle Talente, mehr Frauen in die Parlamente. So, und jetzt noch ein kleiner aktueller Nachtrag. Weil wir letzte Woche so eine komische Entscheidung der Caritas und eine Nichtentscheidung der Diakonie zur Kenntnis genommen haben. Ich finde es wirklich schwierig, wenn wir hier ein Jahr lang die Heldinnen des Alltags, die Heldinnen der Pflege bejubeln und dann Caritas und Diakonie verhindern, dass wir im Bereich der Altenpflege einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag kriegen. Und ich sage auch ausdrücklich, als Mitglied der evangelischen Kirche, ich erwarte von meiner Kirche etwas anderes. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und einen kämpferischen Frauentag. Sabine Zimmermann, Die Linke, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, warum begehen wir den Internationalen Frauentag? Nicht nur für Politikerinnen und Aufsichtsrätinnen, sondern für Millionen Frauen mit ganz normalen Arbeitsverhältnissen. Für sie haben die Sozialistinnen und Sozialisten 1911 den Internationalen Frauentag ins Leben gerufen. Und für diese Interessen der großen Mehrheit der Frauen setzen wir uns ein, und dafür kämpft Die Linke. Damals ging es vor allem um das Frauenwahlrecht. Heute geht es ums Ganze. Deshalb fordern wir, Gleichstellungspolitik darf nicht am Werkstor aufhören, meine Damen und Herren. Was heißt das ganz konkret? Jede vierte Frau arbeitet zum Niedriglohn. Es geht aber nicht nur um gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Es geht darum, dass Arbeit, die mehrheitlich von Frauen verrichtet wird in unserer Gesellschaft, weniger wert ist. Pflege, Erziehung, Dienstleistungen. Was man von Frauen sonst umsonst erwartet, wird auch im Arbeitsleben schlecht bezahlt. Diesem überholten Denkmuster sagen wir den Kampf an, liebe Frauen. Selbst die Bundesregierung hat erkannt, nicht Bankvorstände und Wirtschaftsbosse, sondern Pflegerinnen und Pfleger, Erzieherinnen und Erzieher, Verkäuferinnen und Verkäufer sind systemrelevant. Aber warum haben Sie dann solche niedrigen Löhne und Gehälter, meine Damen und Herren? Warum besteht Ihr Arbeitsleben aus Dauerstress und Arbeitseinsätzen auf Zuruf? Die Linke fordert, mit dieser Ausbeutung muss endlich Schluss sein.
Wir fordern mehr Anerkennung in Euro und Cent. Daran werden wir bei jeder Tarifauseinandersetzung erinnern. Wir fordern einerseits eine kürze Vollzeit, andererseits Schluss mit unfreiwilliger Teilzeit. Planbare Arbeitszeiten in der Praxis, nicht nur auf dem Papier. Kurz, Arbeit, die 2021 zum Leben passt für Frauen und für Männer. Und, meine Damen und Herren, Gleichstellung und Arbeitsmarkt, 8. März und 1. Mai, das gehört zusammen. Genau dafür steht Die Linke, meine Damen und Herren. Und ich wünsche Ihnen allen einen kämpferischen 8. März. Dankeschön. War schon beim 1. Mai, den aber auch, liebe Linke Freimaurer. Markus Weinberg, CDU-CSU, ist der nächste Redner. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tatsächlich ist eine Bestandsaufnahme wichtig in dieser Zeit. Und die Kollegin Jensen hat gesagt, jetzt erst recht. Da muss man tatsächlich, wenn man die eine oder andere Rede hört, in Sorge sein über das, was wir als Entwicklung möglicherweise vor uns haben. Bei der Bestandsaufnahme geht es um zwei Dinge. Und wir machen das, weil wir einen Auftrag haben. Wir haben einen grundgesetzlichen Auftrag. Nämlich Artikel 3 sagt, wir sind verpflichtet, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern. Das ist der Auftrag unseres Handelns. Es ist übrigens auch ein moralischer Auftrag. Und dafür muss man eine Haltung haben und ein Menschenbild haben und ein Frauenbild haben. Und ich glaube, das hat sich heute in der Debatte auch wieder bewiesen, da haben einige noch ein Haltungsproblem. Richtig ist, bei den Rahmenbedingungen, liebe Kollegin Schaus, bei den Rahmenbedingungen haben wir in den letzten Jahren mit dem Koalitionsvertrag vieles verändert. Das Thema Gewalt gegen Frauen wurde neu aufgerufen. Wir haben gerade das Thema Prostitution auch heute hier in der Debatte gehört. Und die Gleichstellungsstiftung wird kommen und wir werden auch das Frauen- und Führungspositionengesetz 2 verankern. Richtig. Aber richtig ist auch, dass wir noch vieles vor uns haben. Und wenn ich sage, das hat etwas mit Haltung zu tun, dann muss man auch gewisse gesellschaftliche Gruppen in die Pflicht nehmen. Denn Schein hat immer noch mehr Buchstaben als Sein. Und Ankündigungen der Wirtschaft sind zunächst einmal nur Ankündigungen. Und da muss man sich fragen, was wurde denn geliefert? Man muss Dinge wollen und tun. Und wenn 78% der Unternehmen eine Zielgröße von 0 formulieren, dann ist das keine vernünftige Haltung mit Blick auf die Förderung von Frauen in Führungspositionen. Und wenn Sie sagen, Frau Kollegin von der AfD, wir machen Frauen bei diesen Debatten zu Opfern, dann müssen wir uns auch die reale Lebenssituation anschauen. Nehmen Sie die Gesundheitsbranche. 75% der Mitarbeiterinnen sind Frauen. Schauen Sie sich die Vorstände in diesem Bereich an. Bei den 10 größten Krankenkassen von 24 Posten sind 2 mit Frauen besetzt. Das ist eine Schieflage, die für uns auch nicht akzeptabel ist. Und deswegen sage ich auch ganz deutlich, Stichwort Quoten und Quoren. Ich bin kein überzeugter Anhänger von Quoten. Aber Quoten haben eine Aufgabe und ein Ziel, sich selbst abzuschaffen eines Tages. Und solange wir diesen Auftrag nach dem Grundgesetz nicht erfüllt haben, müssen wir auch darüber nachdenken, und das tun wir auch Quoten einzuführen. Denn da muss man mit gewissen Mythen mal aufräumen. Quoten wären nicht leistungsfördernd. Wissen Sie, wir reden gerade über Unternehmen mit Blick auf das Thema Frauen in Führungspositionen. Da reden wir über 26 Unternehmen. Der Anteil von Frauen in Vorständen beträgt dort 14,8%. Will mir ernsthaft einer sagen, dass Frauen mit Blick auf die kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten diese 14,8% verdient haben? Nein. Und deswegen werden wir jetzt auch im Bereich der Frauen in Führungspositionen diese Quote einführen und umsetzen. Und der zweite Mythos ist dann dieser Mythos branchenspezifisch. Ich kann mich erinnern, als wir darüber diskutiert haben, Frauen in Aufsichtsräten, da wurde mir gesagt, aber Herr Weinberg, in der Stahlindustrie, das sind alles Stahlbauer, das können nur Männer, das können doch keine Frauen sein. Und dann guckt man sich mal an im Aufsichtsrat, was haben denn diese Männer für einen Beruf? Das waren Juristen und kennen nichts anderes. Und deswegen muss man auch mit diesem Mythos der Branche mal aufräumen. Genauso wie sicherlich mit einem Verhinderungsmythos. Auch gerade in der Politik, und da können wir uns an die teilweise sehr große eigene Nase fassen, auch wir in der Politik, uns ist es teilweise noch nicht gelungen, das Thema richtig anzugehen. Wenn es dann heißt, ja, aber eine Quote würde ja dann verhindern, dass die guten Männer des jeweiligen Distriktes, Ortsverbandes oder wo auch immer nicht zum Zuge kommen. Ja, wir kümmern uns darum, dass Ober-Unterberg, Unter-Oberberg, Ober-Oberberg und Unter-Unterberg alle gut vertreten sind. Das ist das Regionalprinzip, die Regionalquote.
Aber bei den Frauen wäre dann kein Quatsch mehr. Auch da muss man mit diesem Mythos mal aufräumen. Auch da brauchen wir etwas stringentere Vorgehensweisen. Und dann zum Schluss, Herr Präsident, sicherlich die, wie ich finde, der fatalste Mythos, dieser Vereinbarkeitsmythos. Fürwahr, Freiheit, die Freiheit der Familie, die schützen wir. Aber wir müssen Rahmenbedingungen setzen, dass auch wirklich Freiheit existiert. Und die haben wir erst dann, wenn wir weiterarbeiten im Bereich Ausbau der Kindertagesbetreuung, im Bereich Ausbau der Ganztagsbetreuung, wenn wir die Rahmenbedingungen für Familien insgesamt verbessern, dann werden wir hoffentlich eines Tages das erreichen, was übrigens Norwegen erreicht hat. Ein Sieger der Krisenzeiten. Norwegen meistert die Krisen am besten. In Norwegen hat man seit 2006 eine Quote. 41% der Positionen in der Wirtschaft sind mit Frauen besetzt und 44% der Positionen in den Parlamenten sind mit Frauen besetzt. Und das war für Norwegen erfolgreich. Denn das ist das, was wir auch in Deutschland brauchen. Endlich diesen Artikel 3 umgesetzt. Und dafür werden wir auch weiterkämpfen mit vielen kleinen Maßnahmen, einer klaren Haltung und guten Rahmenbedingungen. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Bundesaußenminister Heiko Maas. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Während die Welt gegen das Coronavirus kämpft, ist etwas im Gange, was bei den Vereinten Nationen als die Schattenpandemie bezeichnet wird. Und das ist der weltweite Rollback von Frauen, von Frauenrechten. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in der Debatte jetzt schon viel gehört von Franziska Giffey und anderen, was das in unserem eigenen Land bewirkt, an Rollenbildern, die wieder aufkommen, aber auch an anderen Themen, die es wieder gibt in verstärktem Maße, wie etwa häusliche Gewalt. Und wenn man das, was uns bei uns geschieht, sich mal ausmalt, wie das wirkt in Entwicklungsländern oder Konfliktgebieten, wo Frauen und Mädchen dem völlig ungeschützt ausgesetzt sind, dann muss man feststellen, dort geht es nicht um Selbstverwirklichung, sondern dort geht es ganz banal um Leben und Tod. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frauenrechte haben eine internationale Komponente und deshalb heißt es ja auch der Internationale Frauentag. Und deshalb haben wir unsere weltweite Unterstützung für Frauen und Mädchen noch einmal intensiviert und zwar ganz konkret. Sie reicht von Safe Houses für Menschenrechtsverteidigerinnen in Afghanistan über Verhandlungstrainings für Politikerinnen in Khartoum bis hin zu Frauennetzwerken in Afrika und in Lateinamerika. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen haben wir dafür gesorgt, dass sexualisierte Gewalt in Konflikten schärfer verfolgt wird, als das bisher bei den Vereinten Nationen der Fall gewesen ist. Und dass die Rolle von Frauen in der Krisenprävention und bei Friedensverhandlungen, wo man auch zu selten Frauen trifft, obwohl es auch gerade dort um deren Rechte in der Nachkonfliktära geht, auch deren Rolle soll dort verstärkt werden. Und nicht zuletzt haben wir in der letzten Woche im Kabinett den Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Agenda Frauen, Frieden, Sicherheit verabschiedet. Erstmals mit ganz verbindlichen Indikatoren, um Fortschritte auch selber messen können. Und deshalb, das muss man sich bei der internationalen Komponente wirklich noch einmal deutlich vor Augen führen. International, in vielen Regionen dieser Welt geht es gar nicht darum, Frauenrechte auszubauen, sondern es geht ganz banal darum, um dafür zu sorgen, dass es überhaupt welche gibt in der Realität. Und deshalb hat das nichts damit zu tun, so wie das hier zeitweise zu verstehen gewesen ist, dass es sich um ein ideologisch getriebenes Wohlfühlthema handelt oder dass es darum geht, dass eigenständige Kulturen und gewachsene Strukturen dauerhaft verändert werden sollen. Ja, letzteres ist so. Letzteres ist so. Das ist im Übrigen, wie ich finde, eine dauerhafte Aufgabe jeder Gesellschaft, Strukturen und Kulturen zu überwinden. Wenn das nicht der Fall wäre, würden wir alle noch in der Steinzeit leben. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich sage ganz offen, ja, wir wollen auch bestimmte Kulturen überwinden.
wenn das bedeutet, dass Frauen und Mädchen nicht mehr als Kriegswaffe eingesetzt werden, dass Genitalverstümmelungen endlich aufhören, dass Vergewaltigungen nicht länger ein Instrument der Kriegsführung sind. Das hat nichts mit Interventionismus oder Ideologie zu tun. Es ist nichts anderes, als die universellen Menschenrechte ernst zu nehmen. Herzlichen Dank. Yvonne Marquardt, CDU-CSU, ist die nächste Rednerin. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Jahr ist ein besonderes Jahr. Wir begehen den Internationalen Frauentag inmitten einer weltweiten Pandemie. Und die Bewältigung der Corona-Pandemie ist ein Kraftakt für unser Land, und zwar in allen Bereichen. Aber Frauen und Familien sind davon in besonderer Weise betroffen. Für Frauen steht Corona synonym für eine Mehrfachbelastung. Aber Frauen sind Meisterinnen darin, solche Belastungen auch erfolgreich zu bewältigen. Beispielsweise Homeoffice, Homeschooling und Kinderbetreuung gleichzeitig. Aber mit zunehmender Dauer geraten auch Frauen und ihre Familien an die Grenzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frauen tragen entscheidend dazu bei, dass unser Land im Vergleich zu anderen Ländern besser durch die Krise kommt. Wo wären wir ohne die klugen Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen, die erfolgreich das Virus bekämpfen? Ich denke dabei an Özlem Türeci, Katrin Janssen, Melanie Brinkmann oder Dr. Carola Holzner, besser bekannt als Doc Caro. Sie sind Beispiele von sehr vielen. Ihnen und allen anderen Frauen sagen wir am Internationalen Frauentag Danke. Wir sind aber jetzt auch an einem Punkt in der Pandemie, wo wir in die Zukunft schauen müssen, uns fragen müssen, welche Lehren ziehen wir aus Corona? Welche Chancen nutzen wir? Wir sollten die Krise nutzen, um bei strukturellen Benachteiligungen von Frauen zu Lösungen zu kommen. Sei es beim Verdienst, bei der sozialen Absicherung oder auch bei der Anerkennung der Care-Arbeit. Zwei Beispiele möchte ich konkretisieren. Zum einen, es wurde schon oft heute gesagt, es sind die sozialen Berufe, sie sind oft Frauenberufe und in unserem Land systemrelevant. Faire Bezahlung ist hier oft nicht selbstverständlich. Wir müssen uns deshalb die Lohnstrukturen und, Leni Breimeyer hat es gesagt, die Tarifbindung in diesem Bereich anschauen. Beides muss im Sinne der Frauen gestärkt werden. Zweitens, wir müssen auch die soziale Absicherung von Selbstständigen verbessern. Viele Solo-Selbstständige, gerade im Kultur- und Medienbereich, sind Frauen. Für sie ist die Krise besonders prekär und die Eigenversorgung blieb oft auf der Strecke. Die gefundene Lösung des erleichterten Zugangs zur Grundsicherung, die trägt oft nicht. Familien sind damit oft die Leidtragenden. Deshalb müssen wir für Selbstständige den Zugang zur Arbeitslosenversicherung vereinfachen. In Krisenzeiten sollen auch sie Kurzarbeitergeld erhalten können. Ich könnte diese Reihung noch fortführen mit vielen, vielen weiteren Beispielen. Sei es im Hinblick auf den Arbeitsplatzhaushalt, der attraktiver gestaltet werden muss, oder auch auf den Mutterschutzanspruch für Vorstandsfrauen. Viele Beispiele wurden dazu heute schon angeführt. Die Corona-Pandemie hat aber auch was Positives bewirkt. Binnen kurzer Zeit wurden Veränderungen möglich. Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, neue Formen der Zusammenarbeit und Kommunikation. Hier liegen Chancen. Und diese Chancen, die wir für die Gestaltung einer attraktiven, zukunftsorientierten Arbeitswelt auch weiter in Zukunft nutzen sollten. Die Nutzung digitaler Formate erleichtert zum Beispiel ganz erheblich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und somit auch die Teilhabe von Frauen. Lasst uns dies auch nach Corona weiterführen. Lasst uns die Krise nutzen,
um Fehlentwicklungen zu korrigieren und die Gleichberechtigung in unserem Land weiter voranzubringen. Vielen Dank. Voraussichtlich letzte Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin Dr. Silke Launert, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Malaika, 12 Jahre alt, wohnhaft in Somalia. Malaika kann weder lesen noch schreiben. In wenigen Tagen soll sie einen Mann heiraten, der 5 Jahrzehnte älter ist als sie. Sophie, 12 Jahre alt, wohnhaft in Deutschland. Sophie geht in die 6. Klasse. Auf die Frage, was sie einmal werden möchte, lautet ihre Antwort: Ärztin oder Polizistin. Zwei Mädchen, zwei Leben, zwei Welten. Den eigenen Lebensweg frei wählen, über den eigenen Körper selbst bestimmen, ja, die eigene Meinung frei äußern. Wünsche bzw. Forderungen, die für uns hier in Deutschland auf den ersten Blick alle ganz selbstverständlich sind. Wünsche, die bei uns im Grundgesetz Rechte sind. Ich liste sie nicht im Detail auf. Die Situation von Malaika und vielen anderen Mädchen und Frauen weltweit, und wir haben heute den Internationalen Frauentag, weltweit ist eine völlig andere. Das Kinderhilfswerk UNICEF schätzt, dass jährlich etwa 12 Millionen Mädchen in eine Kinderehe gezwungen werden. Darüber hinaus gibt es rund 200 Millionen Frauen und Mädchen, die Opfer von Genitalverstümmelung werden, und 34 Millionen Mädchen im Grundschulalter, die keine Schule besuchen. Zahlen, die fassungslos machen, die uns vor Augen führen, welches Glück wir haben, dass wir hier in Europa, in Deutschland leben dürfen. Und ja, auch hier ist nicht alles perfekt, aber im Großen und Ganzen können wir dankbar sein. Dankbar, dass wir hier leben können. Ein Leben, das übrigens wir uns nicht verdient haben. Es ist ein Geschenk gewesen, dass wir hier per Geburt geboren worden sind und diese Chancen hier haben. Und am Weltfrauentag müssen wir uns dieser Unterschiede und auch dieser Errungenschaften der letzten Jahrzehnte bewusst werden. Ich habe es gerade schon anklingen lassen, auch hier in Deutschland ist nicht alles gut. Es gibt mehrere Bereiche, von vielen Kolleginnen ist es angesprochen worden. Der eine Bereich ist die Gewalt gegen Frauen. Es erschreckt mich immer wieder, aber fast jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Ich freue mich, dass es angesprochen wurde von der Frau Ministerin, denn wir haben nicht nur das Hilfetelefon eingerichtet, Gewalt gegen Frauen, sondern das erste Mal auch eingestiegen in die Förderung von Frauenhäusern. Und es ist nun mal so, es ist keine Bundessache. Man hat das erste Mal gesagt, wir nähern uns diesen Themen an. Ich persönlich bin immer noch ein großer Fan davon, nicht nur die Frauenhäuser zu stärken, sondern die psychologische ambulante Beratung. Das halte ich noch für einen besseren Schritt, auch Ländersache. Auch da ist bei den Ländern nicht ansatzweise alles perfekt. Aber ich hoffe, und das ist auch unsere Aufgabe, immer wieder darauf hinzuweisen und Druck zu machen, dass sich das verbessert. Wir haben Strafbarkeiten geändert. Eine Verschärfung beim Stalking, von mir aus konnte das ruhig noch ein bisschen mehr sein. Eine Verschärfung oder Einführung der Strafbarkeit beim Upskirting. Die Justizministerin ist ja da. Auch das sind Bereiche, wo wir im Bereich Gewalt gegen Frauen einen wesentlichen Beitrag leisten. Von dem unschätzbaren Beitrag, die Strafbarkeit, Vergewaltigung in der Ehe, will ich gar nicht sprechen. Das gibt es in ganz, ganz vielen Ländern der Welt nicht. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Gleichstellung. Und da wurde heute auch schon vieles angesprochen. Das Führungspositionengesetz 2 haben wir letzte Woche beraten. Reform des Elterngeld haben wir erst vor wenigen Wochen. Da geht es um mehr Flexibilität, mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr partnerschaftliche Teilhabe.
Den Ausbau der Kinderbetreuung ist angesprochen worden. Das Gute-Kita-Gesetz, ein Riesenbetrag an sich, ist der Bund auch dafür nicht zuständig. Auch das auf den Weg gebracht, das müssen wir auch sehen, denn das ermöglicht erst die Wahlfreiheit. Der Anspruch auf Ganztagsbetreuung, den wir wollen, ganz ehrlich, ich verstehe beim besten Willen nicht. Wir wollen es die ganze Zeit. Der Bund ist an sich für die Finanzierung, den Ausbau fördert ja deutlich, aber für die Finanzierung des Unterhalts nicht zuständig. Es ist wieder bereit, mehr zu geben. Und es blockiert Baden-Württemberg und Hessen. Ich verstehe nicht, warum die Medien nicht voll sind mit diesem Thema, dass hier ein ganz wesentlicher Beitrag für die Mütter, für die Frauen zur echten Wahlfreiheit, wieso da nicht Druck gemacht wird auf die zuständigen Ministerpräsidenten, die wollen doch wiedergewählt werden. Unverständlich. Wir von der CSU wollen außerdem in einem Gesamtpaket die Vereinbarkeit insgesamt in Angriff nehmen. 2 Elterngeldmonate extra, wenn der Vater vielleicht 4 Monate zu Hause bleibt. Höchstarbeitszeit nicht pro Woche, sondern pro Tag, damit es für die Frauen flexibler ist. Volle Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten. Sie sehen, achten Sie bitte darauf. Letzter Satz. Sie sehen, wir widmen uns dem Thema. Wir wollen Frauen stärken und das nicht nur am Weltfrauentag, sondern auch zu anderen Zeiten. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache.